Herzlich willkommen zusammen hier zurück bei Rock Squatter Gaming. Wir werden heute etwas machen, was für mich komplett neu ist. Ich mache quasi Blind Let's Play. Ich glaube, ich habe bisher in dem Spiel erst eine halbe Stunde gemacht und das war's. Dann sagen wir mal hier direkt ein neues Spiel. Und dann... Oh, ich habe ein bisschen mehr gemacht. Kapitel 3. Bisher. Also noch nicht so viel. Aber gehen wir mal in Kapitel 1. Und dann fangen wir mal an. Gut, jetzt wird erstmal geladen. Das ist ja auch erstmal okay. Noch ein paar Sachen zu mir. Ich arbeite ganz normal wie fast jeder von euch in einem 39-Stunden-Job. Bei mir, bei euch sind es eventuell 40, 38, ich weiß es nicht. Aber das hier mache ich wirklich just for fun. Ich nehme meistens am Wochenende oder abends auf. Oder auch beides am Wochenende abends. Und ja, es ist halt nur dann möglich. Also auf Arbeit kann ich sowas nicht aufnehmen. Ist ja auch verständlich. Wird auch nicht geduldet. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Hi. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Wunderbar. The time is 8:47 a.m. Schön zu wissen. Current topside temperature is 93 degrees with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Okay, hör auf zu quatschen. Also, weiter noch zu mir. Wie gesagt, ich bin 34 Jahre alt. Hab meinen ersten Rechner 1990. Half-Life habe ich nie so ganz gespielt. Half-Life 2, ich glaube, bis zur Hälfte. Aber ansonsten fällt mir dazu nichts Großartiges ein, zu dem Thema. Klar, Portal habe ich gespielt. Was ja auch recht spaßig war. Und wie gesagt, Half-Life 2 war ein super Spiel. Nur, irgendwann hat mich da auch die Lust verlassen. Eventuell werde ich das irgendwann nochmal nachholen. Also das vernünftig durchzuspielen. Ansonsten zu mir, ich habe zwischendurch auch noch in Bonn mal studiert. Steinskunde und danach das aber hingeschmissen. Irgendwann dann eine Ausbildung in einer Telekommunikationsbranche. Und jetzt mache ich halt, ich arbeite noch immer, ich arbeite in der IT-Abteilung eines deutschen Unternehmens und habe eigentlich so im Job Spaß und hier an Games, auch an Sport, Musik. Ich werde manchmal ein bisschen auf der Gitarre, aber das ist momentan auch weniger als gut für mich wäre, um in einer Übung drin zu bleiben. Und ja, was soll ich sonst über mich noch erzählen? Hauptsächlich zocke ich auf Konsolen, bis auf jetzt Ausnahmen wie hier sowas. Oder Adventures. Adventures spiele ich verdammt gerne. So die alten klassischen Point-and-Click-Adventures, die man an Monkey Island sehen kann.
Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. Der klassischen, in the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instructions. Nicht, if it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Habe ich noch nie in die 3 gespielt. Das werde ich auch noch irgendwann nachholen. Vielleicht auch mit euch, wahrscheinlich mit euch, auch als diesmal Blind Playthrough. Was bestimmt tierisch Spaß machen wird. Besonders dadurch, dass ich Indie 4 echt geliebt habe. Indie 4 war ein super Spiel. Hat mir super Spaß gemacht. Ich kann es bestimmt zwar nicht mehr auswendig, aber im Vergleich zu anderen Spielen wird das irgendwie machbar sein. Wie ist das eine Spiel nochmal? Manic Mansion hatte ich gespielt. Grim Fandango? Ich meine, Grim Fandango war das dritte, was ich bisher noch nie gespielt habe. Aber ich glaube, das werde ich auch erst in ein paar Jahren mal nachholen. Ansonsten, ich habe ein SNES, Mega Drive, PlayStation, GameCube, N64, bis zur PS4 und Xbox. A reminder 360. That the Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. Das wird das ein oder andere Spiel dazu kommen, was hier irgendwann mal in einem Playthrough vorgestellt wird. Besonders Lust hätte ich eigentlich nochmal auf Dino Crisis, was für mich damals grandios war. Ob auf der PlayStation oder auf dem Dreamcast. Ich hab's bis zum Verrecken gespielt. Eventuell könnte man da auch dann mal angehen, alle 3 Endings zu machen. Was bestimmt cool wäre. Immediate openings are available in the areas of materials handling. Man merkt schon bei mir so ein Faden, Dinosaurier, mag ich halt. Wenn Paragon World auch mal vernünftig auf Windows 10 laufen würde, würde ich davon bestimmt auch mal ein Playthrough machen. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, wie man das unter Windows 10 vernünftig zum Laufen kriegt, bitte einfach mal bei mir melden. Weil ist auch geil. Schönes Strategiespiel. Super Teil. War schon cool. Was ich gesagt, das irgendwie zum Laufen kriegen, wird mir wahrscheinlich eine Woche, ein Wochenende, einen Monat vergolden. Das wäre der Hammer. Oder, in meinem Trailer war ja mal ein Jurassic Park SNES Trip mit drin. Aber ich weiß nicht, ob ich da die Muße dafür hätte, das irgendwann mal hier in Videos umzusetzen. Weil ich finde es schon verdammt anstrengend. Besonders das dann live noch von der Konsole aufzunehmen, wäre schon verdammt anstrengend. Keine Save-Funktion, nichts. Das ist wirklich eine 1:1-Aufnahme, das heißt wirklich von Anfang bis Ende an einem Stück durchspielen. Oh, was ist das? Now arriving at Sector C Test Labs and Control Facilities. Ich glaube, ich muss hier raus, ne? Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Bestimmt interessant werden. Before exiting the train, be sure wobei, to check your area for personal belongings. Ist wahrscheinlich einfacher umzusetzen, genauso wie den Mega Drive Teil Rampage Edition. Aber ich glaube, ich muss jetzt gleich mal die Klappe halten. Wir laden jetzt und dann werde ich wahrscheinlich hier erstmal vollgelabert. Okay. Morning, Mr. Freeman. Mich raus. Looks like you're running late.
Na komm, los, geh. Los, los, los. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Barney Stinson, Barney Stinson. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Was? Okay, talk. Sorry, Doc, I have to stay at my post. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Ja, schön, ich renn ja weiter. Lass mich in Ruhe. Aw, man, you cut the ponytail. Ja, und? Hab hier den Pferdeschwanz abgeschnitten. Lustige Anekdote, ich konnte auch mal welche knagen. Also ich hatte mal einen Pferdeschwanz. Hey, ich hatte mal lange Haare. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you've gotten to your hazard suit. Okay, mach ich. Mach ich. Oh, Systemabschütze. Security officer. Wie oft? Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Ja, was soll ich denn benutzen? Wie oft ist bei mir irgendein Rechner abgeschmiert? Irgendeine Festplatte, kaputt gegangen. Das geilste war mal Good morning, Dr. Freeman. Morgen. Das geilste war mal, ich hatte einen Rechner gekauft in einem Laden. Hard to find good help also in einem guten Shop in dem Ort, wo ich damals gewohnt habe. We're going to need you to come in this weekend. Und der Rechner war gerade aus der Garantiezeit raus. Und was passiert? Das Motherboard ist durchgebraten. Ich glaube, einen Monat oder zwei drüber und das Motherboard brennt durch. Ich habe die Krise bekommen. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. Okay, ich halte die Schnauze. Ich gehe weg. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Gut. Hold on for one. Ja, ich halte die Schnauze. Moment. Wo muss ich hin? I don't know about that, Dr. Truman. Okay. Seems to me that just also mittlerweile habe ich ausgewachsenen Undercut. Hatte aber früher. You forgot to carry the two. Hatte früher aber mal lange Haare. Hatte früher mal lange Haare. Aber wieso? Was war denn da unten? Hatte früher mal lange Haare und war echt schon lustig mit den langen Haaren. Was ist jetzt hier runter? Was war da oben? How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? Was ist hier? Was ist hier? Ach so, das ist aber gut. Okay, lange Haare. Ich höre auch eigentlich mehr Rockmusik, was das Ganze vielleicht ein bisschen erklärt. Metalhead. Ich weiß, ich habe das. Morning, champ. Morgen. Another day, another dollar. Genau. These double chefs are starting to get to me. Hatte auf. Ist das typische Metalhead-Klischee, ne? Nein, da will ich jetzt nicht hin. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ich gehe mal wieder hoch. So, Metalhead-Klischee, lange Haare, Kinnbart. Was ist das? Oh, would you look at that? Good morning, Gordon. Morgen, Arschkrampe. First Aid. Okay. Kann ich nicht. Okay. Shut up. Lange Haare. War cool. War eine lange Zeit. Metalhead, Kinnbart. Ich hatte einen Bart, bevor es cool wurde, einen Bart zu tragen. Kann auch nicht jeder sagen. Got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here.
Warte mal, ein wandelndes Klischee. In Sachen Rockmusik. Metal. Hab den Scheiß geliebt zu hören. Echt geliebt zu hören. Das war echt klasse. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Gott. Ich glaube, ich verlaufe mich wieder hier. Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Ich will aber. So, wie war jetzt offen? Okay, umziehen? Ich würde sagen, ich muss mich umziehen. So. Wieso darf ich denn da nicht rauchen? Ich will. Ich will aber da rauchen. Das sieht aus wie ein Umkleiderraum. Triple pleated khakis. Preposterous. Wo ist mein Spind? Freeman. Wo ist mein Spind? Truman? Young? Stone? Warnungs für Freeman. Wilson? Fleistert? Toiletten? Dread. No toilet paper. Pick up objects? Throw objects? Wo ist das Toilettenpapier? Hello? Hello? Ja. Could somebody get me some toilet paper? Ja, ich suche. Excuse me. Ja. Minor emergency. Ach, da bist du. Don't panic, Harold. Don't panic. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Hey! Ich hab irgendwas geschafft. Auf jeden Fall habe ich Toilettenpapier. Da ist der Anzug. Okay. Ich hab auch heute mal die Zeit im Blick. Wir sind seit 17 Minuten dran. Oh, mach auf! Da muss ich jetzt drücken. Muss ich da drauf drücken? Push to close. Yay! Push to close. Wunderbares Zitat aus Welcome Jurassic Park. To the HEC Mark IV Protective System for use in hazardous environment conditions. Push the button. Automatic medical systems engaged. Push I am button. Back. Reactive armor. Activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitoring activated. Lass mich umrennen. Defensive weapon selection system activated. Munition level monitoring activated. Communications interface online. Have a very safe day. Well. Okay, darf ich hier lang? You lost, Ace? Yeah, this is still the wrong airlock. Falsch gelaufen. Wunderbar. Toll, jetzt hab ich nur wo. Push the button. Ich höre auf. Da komme ich her. Ich komme mir gerade so orientierungslos wie noch so ein komischer YouTuber mit Bart. Ich habe nichts gesagt. So. Go right on through, sir. Ja, ich will auch. Gib Gas. Looks like you're in the barrel today. Yay! Wo muss ich jetzt hin? Links, rechts, geradeaus. Hi. Hi. If this is anything less than a full-scale Code Red Calamity, I'm not interested. Okay, halt's Maul. Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker. Scheiße. Also irgendwie habe ich heute meine
Sing- und Summ-Stimmung und ja. Wenn euch das so auf den Sack geht, wie manch meiner Freunde, drückt auf Daumen runter. Jetzt. Sofort. So, wir fahren jetzt mal runter. Oh, komm schon. Geht doch. Ich weiß nicht mehr, es gab mal so ein Spiel auf Dreamcast. Blue Stinger. Da war fast überall so eine Fahrstuhlmusik, wie man die aus so amerikanischen Filmen kennt. War auch immer. War ganz lustig. Also ich hatte immer das Gefühl, ich würde in einem Fahrstuhl stehen und immer den Kram zuhören. So, wo gehen wir jetzt hin? Later, Gordon. Och. Ich will aber jetzt. Ach, die Stelle. An die erinnere ich mich. Die hatte ich in meinen ersten drei Kapiteln. Da war echt nervig. Habe ich nicht gerne gemacht. Aber okay, da muss ich jetzt durch. Okay. Muss ich jetzt rein? What's up, Doc? Ja. Okay, wo muss ich jetzt hin? Goodness, Gordon, I'm certainly looking forward to the end of today, aren't you? Okay, wo muss ich hin? Can't make head nor tail of it. Ach, war jetzt nicht die komische. Ich weiß es nicht mehr. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich weiter nach unten. Was passiert, wenn ich das Fass da reinschmeiße? Nix. If another instrument malfunctions today, I'm going to explode. Please relax. Things could be much, much worse. Dann explodiere. Los! So, und wir werden jetzt mal. Nein, dich wollte ich nicht. Ich wollte die Dose. Can you access the mail server? Ah, Mann! Ich wollte doch den Müll wegschmeißen. Ich wollte doch ein guter Mitbürger sein und Müll wegschmeißen. Kann ich auch nicht benutzen. Kontrollroom. Kontroll. Da ist auch Müll. Ein Buch. Ja, ich habe ein Buch. Müll, ich bring dich weg. Wenn ich schon da gerade kein Müll wegbringen konnte, mache ich das jetzt. Ich bin ja kein Unmensch. Und Müll weggebracht. Ja, ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut. Okay. Nein, ich krieg das komischen. Ich hätte auch in den Mülleimer schmeißen können, ne? Gut, Control Room. Sollen wir das wirklich machen? Ah, Gordon, there you are. Nice ja, hier bin ich. Join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. A bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Okay. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Ja. Come on then, I'll walk you down. Ja, ich hab dich verstanden. In der Testkammer. Testkammer. Eli has been busy making last minute preparations for the new experiment. Ja, lass mich durch. Greetings, Eli. Greetings, Earthlings. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. I'm glad you're here. These last minute changes, they're a bit strange to just. Oh! Yay. It's about to go critical. Yeah. What in the blazes is going on with our equipment? Yeah. It was never meant to do this in the first place. Oh. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Ja, da, Teil. Einbauen. Jetzt. Dann passiert kein Unglück. Komm schon, nimm's. Nimm es auf. Pick it up. Push it in. This could take a bit longer than I anticipated. Ja, komm, mach.
Hebst auf. Ihr wollt mich also in die... Da ist noch ein Teil. Ja. Husch. Go on, Gordon. We'll take it from here. Hui. Ihr seid zu doof dafür. Ihr seid echt zu doof dafür. Knopf drücken. Drück. Push the button. Okay, wie gesagt, Daumen runter, wenn ihr nicht mehr wollt, dass ich singe. Wenn ihr es unterhaltsam findet, lasst mich nur machen. Nochmal? Nein. Wo muss ich? By Becquerel's Ghost! The radiation level is off the charts. Super, und ich darf da jetzt rein? Seid ihr eigentlich doof? Okay, das ist Tesla. I've got two PhDs and an Ørsted medal, yet I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work. Ist das immer derselbe Synchronsprecher? Really? Push that button. Walk over here. Push this button. Was macht ihr da? Alles kaputt und ich darf gleich durch die Hölle gehen. Super Sache. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Whoop. So, wir werden. Here he is. Ja. Halt's Maul. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, okay. But with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Gib we gas. Assure the administrator that nothing will go wrong. Doch, alles. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Ich aber nicht in euch. Well, go ahead. Let's let him in now. Okay. Machen wir das noch und danach sterben wir? Nein. Mach die Tür zu. Peacenake. Den nicht. Testing. Testing. Everything seems to be in order. Mund, dies Mund. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Okay. Welcome to die. Welcome to hell. Unleash hell? Okay. Rotor start. Unleash hell. Is this thing on? Darf ich das da drauf? Gordon, climb up and start the rotors. Ja, ich bin drauf. Unleash hell. Very good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Okay, close. Stage two emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable balance again. Sustaining sequence.
We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Okay. Mach ich. Was jetzt hin? Standard insertion for non-standard specimen. Go ahead, Gordon. Slot the carrier into the analysis port. Ja, mache ich. Komm, ich renne da jetzt hin. Hallo. Ach, geh. What is he doing in there? Ja, ist gut. Halt's Maul. Don't worry about it. Go ahead, Gordon. Get away from the player! Oh, oh my god. Shut it down. Shutting down. Someone get him out of there. Shut it down. It's not. It's not shutting down. Who's going? Kaputt. Ich bleib hier stehen. Wir haben nicht tot, oder? Ich sag doch, Unleash Hell. Der Daten. Schön. Hey, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ich würde sagen, wir stoppen hier mal Black Mesa. Ich speichere das gleich ab. Ich glaube, ich habe diese Folge sehr viel Scheiße erzählt, aber ja. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Black Mesa führen wir in circa 2 Wochen fort. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, ich quatsche da nicht so viel Unsinn. Und es wird eine Veränderung in der Tonqualität wahrscheinlich geben. Ich habe ein neues Mikro bestellt, einen Plopschutz bestellt. Und dann wird hoffentlich die Tonqualität ein bisschen besser werden. Und ich hoffe, das Spulenpfeifen meiner Studiomonitore hält sich dann irgendwann mal in Grenzen. Da werde ich auch irgendwas gegen machen müssen. Gut, ansonsten, ich würde sagen, bis bald. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es scheiße war. Kommentiert's gerne und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert bitte. Gut. Ich würde dann mal sagen, bis bald und tschüss.